So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Going Medieval im Hagelsturm. Mal gucken, was der alles zerstört hier. Sind ein paar Sachen zerstört worden. Hagelsturm ist vorüber. Sonst ist aber nichts passiert. Na schön. Was ich mir dachte jetzt, wir können ja hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesen Mahlzeiten produzieren. Guck mal, weil wir machen einfach mal 200. Ne? 200 Mahlzeiten. Wir haben so viel Kohl und so viel Kram. Das will ich hier unten jetzt auch gerade mal einstellen. 200 davon. Schadet ja nicht. Wird ja eh dann mal endlich verbraucht. So, und unser. Also wir brauchen hier auch noch einen Boden, ne? Wieder. Das sieht wieder aus. Ohne Boden, wie sieht denn das aus? Ist halt nicht unterkellert hier, ne? Ist halt nicht unterkellert. Dann machen wir mal einen schönen. Mir auch einen Weidenboden hinkommen. Hauptsache Boden, oder? Halt das noch. So. Und wenn der hier dann fertig ist, können wir dem noch sagen, dass er da auch was tun soll. Nichtsdestotrotz würde ich hier oben. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Lehm. Und da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Lehm uns holen. Ach, guck mal, hier liegt auch noch Lehm. Planen wir den nächsten Stock? Ich will ja wissen, wie weit es hoch geht. Das heißt, hier eine Türe. So. Da oben drauf eine Türe. Und Lehmwände. Papadibip. So. So. Das könnt ihr ja dann erstmal machen, bis der Lehm aufgebraucht ist, weil wir sehen dann bestimmt, wie viel Lehm wir da brauchen. Das ist einiges. Und dann können wir hier noch. Was? Nee, nichts abreißen. Quatsch. Hallo. Hier. Was? Schon wieder Herbst? Der Herbst brauste heran mit knackigen Morgen und kühleren Tagen. Es war die Jahreszeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Warme Kleidung zu schneiden, schneidern und sich mit Lebensmitteln und Vorräten einzudecken. Ach toll. Okay, dann vergessen wir das hier oben, machen hier unten weiter und sagen, hier bitte mach mir mal wieder 10 Winterkleidung. Und von mir aus nur noch ein Sommer. Damit da auch was passiert. Genau, so. Also, ich weiß nicht, was wollte ich jetzt sagen? Hier. Boden. Wir machen hier wieder Weidenboden. Und zwar hier kann ich dann hier drauf eine Treppe machen. Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Vielleicht brauche ich da noch ein bisschen mehr Weidenboden. Wir gucken mal. Einfach so. Dann geht das. Ja, cool. Okay, dann brauchen wir den letzten Weidenboden nicht. Dann haben wir hier so eine Außentreppe und dann haben wir hier da oben dann schon den nächsten Stock. Ja, mal gucken, wie hoch das geht. Klar haben wir jetzt nämlich keinen Lehm mehr. Das ist aber nicht schlimm. Dann holen wir uns hier einfach nochmal ein bisschen Lehm. Hier können wir noch Lehm abbauen und hier und hier. Hier ist überall Lehm. Schöne Löcher machen. Da könnt ihr jetzt lehmen bis zum Gehen nicht mehr. Und diese, mein schöner Wald, der ist ausgewachsen. Guck mal. Alles ausgewachsen. Ne, die da hinten noch nicht. Aber egal, den tun wir jetzt abholzen. Wupp. Ja. Das gibt Holz. Das gibt richtig viel Holz. Würde ich sagen. Sehr schön. Sehr schön. Es gibt Holz und Zweige und alles. Alles, was ihr braucht. So, und jetzt ist das Ding hier noch nicht fertig. Nee, die brauchen noch mehr Holz. Brauchen noch mehr Holz. Hier oben, die sind schon fast fertig mit dem Lehm. Nur die Tür
Und die andere Treppe, die Holz benötigen, die sind noch nicht ganz fertig. Der Bau der Tür ist misslungen. Ach, wie doof. Hammond baut das Ding. Das ist gut. Nee, baut er doch nicht. Hä? Doch. Also, du machst nämlich auch Winterkleidung. Machst einfach mal, bis Folgendes erreicht ist. Aha, 17. Nee, das ist ja Quatsch. Dann tu mal das machen. Nee, wobei, wir haben genug davon. Es ist blöd. Es ist blöd. Es ist blöd. Blö, blö, blöd. Es ist le blö. Hä, ups. Mach mal 5. 5 Winterkleidung. So. Ja, der nächste Stock. Da können wir schon Dach drüber machen, so wie ich das sehe. Ja. Dann nehmen wir natürlich das Weidenbodendach. Ach nee, wir müssen erst wieder das hier machen. Holzbalken. 1, 2, 3. Wir wollen es so. 1, 2, 3. Oder hier. 1, 2, 3. Oder da. 1, 2, 3. Oder da. 2, 3. Oder da. 1, 2, 3. So, perfekt. Und dann das Weidenbodendach. Mit Zweigen. Oh, da kann ich immer nicht ganz durchziehen. Immer so ein bisschen warten. So. Dann können wir nämlich hier schon wieder die nächste. Warte, hier können wir auch noch ein Weidenbodendach machen. Und dann wieder 1, 2, 3. Schon wieder die nächste Treppe. Können wir hier richtig hochbauen, ne? Ich frage mich wirklich, wie hoch man diesen Lehmbunker dann machen kann. Das sieht total kacke aus. Vielleicht sollten wir da einfach noch ein paar Fenster reinmachen, damit das mal nach was aussieht. Aber es gibt. Ah ne, es gibt auch Lehmfenster. Ach, süß. Lehmzielfenster. Ja gut, dann nehmen wir hier mal Lehmfenster. Machen wir doch mal. Hier und hier. Und hier. Und hier. Und hier. So. Dass man da wenigstens ein bisschen raussieht, ne? Sieht ja sonst voll doof aus. Und hier waren wir, glaube ich, hier auf der Höhe. Und Mist, jetzt weiß ich nicht mehr. Ah, da. Doch, da sieht man es. Sehr schön. Jetzt hier sieht man es aber nicht. Ja, wir lassen das erstmal so bauen. Mal gucken. Guck mal, da sind Fenster aus Lehm. Ein sicherer Hafen. Du sahst eine blasse, unsichere Gestalt in der Nähe von Lumpy Kingdom. Als er sich näherte, war klar, dass Edgar aus einer klaffenden Wunde geblutet hatte und sich ausruhen musste. Es war für die Ehre, keuchte Edgar. Würdest du ihm Erholung gewähren? Mach mal. Was hat denn der für einen Vorteil? Das Gehirn. Und er ist ein guter Zimmerer. Das kann nicht schaden. Komm her, Junge. Siedler sind verärgert. Warum? Wo hast du denn jetzt schon wieder 4 Leichen gesehen? Ach so, hier vorne. Ach so, vor unserer Tür liegen Leichen rum. Und ich wundere mich. Guten Tag. So, okay. Du kannst nix, das. Du kannst das. Jagen lässt du auch mal bleiben. Bauen kannst du machen. Botanik bist du auch nicht der Held. Bergbau kannst du überhaupt gar nicht. Ja, nee. Kochen, jo, geht. Schmieden, da bist du gut. Das machst du mal. Schneidern, naja, Intellekt, okay, dann machst du das noch. Ist gut. Und ach, da wollte ich mal gucken, der Edgar. Was hat der denn hier für. Also, das war das Todgeweihte, der, wenn der verletzt ist, geht's ewig. Und Weiser. Edgar sieht die Dinge oft aus einem anderen Blickwinkel und denkt anders als die meisten. Er löst Probleme. Okay. Ein Problemlöser, das brauchen wir. So, du hast aber Nahkampf, Fernkampf. Ha, du bist eher. Ich würde auch dich lieber im Fernkampf sehen. Mit einem Helm und aller Kleidung, alle Rüstung. Und jetzt kommst du erstmal angerannt, bitte. Damit ich dir da die Zwänge ausziehen kann. Weil, kannst du dir auch selber was anziehen. Oh, komm, hümpel mal hier ran. Kann den mal ein kunstvoller Wirt.
Edgar war bekannt für die knusprigste Pastete in Drumnadrochit und schenkte dazu einen großzügigen Krug Bier ein. Fröhlich und fair zögerte er auch nie, ein paar Dickschädel aneinander zu schlagen, wenn es zu Prügeleien kam. Nachdem Tod und Schrecken vorüber waren, zog Edgar die ewige Verdammnis dem leibhaftigen Fegefeuer vor. Er verkaufte die Kuh, dann die einzige Tochter. Als geschickter Bettler streifte er durch die zerstörten Grafschaften, schmeichelte, beschwatzte und verführte um eine Brotkrume wegen. Edgar ist ein Überlebenskünstler. Ah ja. Gut, Edgar. wo bist du denn jetzt, Edgar? Wo bist du? Hast du dich irgendwo... Ah, hier. Setzt dich erstmal hin. Genau, super Idee. So, zieh das mal aus und zieh das mal aus und zieh das mal aus. Das ist alles eher... erzwungen, auch das hier. So, das heißt, wir brauchen aber noch einen Kurzbogen. Da liegt auch noch was rum. Ah, die Fesseln. Kann man ja mal mitnehmen. Ich weiß nicht genau, wozu wir Fesseln brauchen, aber... So, könnte mal einer dich heilen. Wer war nochmal? Der Alrik, glaube ich, kann gut heilen. Ne? Alrik kann das. Alrik, kannst du mal hier... abreißen. Nee. Du kannst du mal... Nein. Wo gehst du denn jetzt hin? Achso, also er tut sich was anziehen. Na gut. Aber... Ah, jetzt geht er ins Bett. Jetzt geht er ins Bett. Okay. Zack, die Bohne. Alrik, jetzt wird nicht gebetet. Tu mal hier Wundversorgung machen. Apropos Wundversorgung... da brauchen wir ja ganz viel Zeug. Metallpfeile brauche ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche das hier. Wir schalten das mal frei. So. Dazu brauche ich jetzt aber den besseren Forschungstisch. Beziehungsweise überhaupt mal einen Forschungstisch. Okay. Kommt hier rein. Wir haben ja hier Platz. Kommt neben den Schneidertisch. So. Sind jetzt deine Wunden versorgt, mein Freund? Ja. Schwere Brustverletzung, schwere Beinverletzung. Nee, das ist nicht schön. Das braucht man nicht. Das brauchen wir nicht. So. Ich glaube, wir haben aber echt für den Winter schon mal gut vorgerüstet, wenn das Zeug nicht verkompostet. Sieht aber gut aus gerade. So, die Zweige. Jetzt habe ich hier das Fenster anders gemacht wie drüben. Gefällt mir nicht. Egal, wir machen es jetzt hier auch so. Wir machen hier einfach ein paar weniger Fenster, oder? Wir machen jetzt hier eins und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Genau. Hier müssen noch Fenster rein, das ist ja klar. Nochmal hier und hier. Und dann sind wir schon wieder auf dem nächsten Stock, ey. Mit der Lehm. Ja, es ist halt eine Lehmburg. Und es macht im Moment überhaupt keinen Unterschied. Vielleicht muss ich da später, wenn es mal irgendwann Belagerungswaffen geben sollte, vielleicht müssen wir da natürlich umbauen, dass das aus Stein ist, damit das auch was aushält. Aber ich denke mir jetzt, Lehm ist doch eigentlich viel praktischer. Oder? Es muss doch im Mittelalter viel praktischer gewesen sein, wenn ich eine Lehmhütte habe. Da schlägt ja so ein Stein, wenn der mit Katapult geschossen wird, der schlägt da ein, aber der haut halt da ein Loch rein. Und das war's. Und bei Stein nimmt der ja noch andere Steine mit und dadurch stürzt die Mauer doch viel eher ein, oder? Kann das so sein? Habe ich da einen Denkfehler? Man weiß es nicht. Da, 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 da. So, da rennen sie. Rennt! Beschaffen sie Bauressourcen, ernten Ressourcen. Sehr schön. Ja, da haben sie. Werden auch gleich die nächsten Bäume wieder gepflanzt. Das
sieht doch gut aus. Ja. Also trotz, dass hier ja eigentlich offen ist nach oben, ne, weil hier ja die Treppe ist, zählt dieser Bereich trotzdem als Innenbereich und nur die Treppe als Außenbereich. Das ist doch gut, ne? Das ist doch super. So, Lehm haben wir jetzt aber trotzdem keinen mehr. Da müssen wir wieder hier ein bisschen Lehm machen. Ah, hier ist aber noch Lehm. Nee, da lass mal. Dann machen wir das nächste. Und wenn ich da jetzt nämlich baue den Lehm ab, dann fällt er wieder weg. Fällt er wieder runter. Oh, das sieht cool aus jetzt, wie es so nass wird. Auch die Dächer. Und jetzt aber sofort schon wieder trocken. Auch recht. So, es haben im Grunde alle was zu tun. Wird aber Zeit, dass ihr jetzt hier mal die Bögen fertig macht, damit die auch wieder ausgestattet sind. Mit Bögen. Go, 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 go. Zimmerer-Arbeiten brauchen wir dafür, ne? Zimmerer, Tisch für Holzarbeiten, Bogenbautisch, genau. Der Alrik, ja, das können einige. Nicht so wahnsinnig super, aber immerhin. Mit 9. Komm, und die Nuller, die lassen wir mal. Ja, mit 7. Aber ja, mit 9 ist doch okay. Kann man doch machen. Mit 2 lässt du bleiben. Machst du 3. So, Mensch. Ich krieg's nicht hin. Was muss denn hier noch versorgt werden? Wieso ist der denn immer noch nicht versorgt? Herrgott, ach, noch eins. Alrik, würdest du jetzt mal den Wund behandeln? Hol dir da mal ein paar Kräuter aus dem Garten und dann gehst du darüber, während er schlief. Plöpp. So, sind die jetzt mal. Ja, also. Jetzt kannst du auch wieder weiterschlafen, was auch immer. Mann, 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 Mann. So, jetzt rennen sie alle erst wieder in den Keller, essen. So. Dann rennen sie hoch, manche. Aber irgendjemand könnte doch mal das hier jetzt machen. Zum Beispiel unser Alrik. Alrik, was machst du? Du baust. Was baust du denn? Versetzthaufen. Ich bin mal dafür, dass du jetzt mal das hier machst. Fertige Holzgegenstand. So, jetzt haben wir hier wenigstens mal eine Sache fertig. Oder? Da müsste doch jetzt hier irgendjemand sich dieses Ding krallen. Gut, Stan. Wo ist jetzt, wo ist denn jetzt das, der Langbogen? Müsste jetzt hier unten sein. Ups. Hier? Nee, der muss ja hier sein. Oder? Hat der den jetzt noch bei sich, der Alrik? Oder jetzt erntet er wieder Ressourcen? Wo ist denn der Langbogen jetzt hin? Ah, gut, Stan hat ihn. Der hat auf jeden Fall mal einen Langbogen. Einen schwachen Langbogen. Naja, immerhin. Aber er hat immerhin mal einen Langbogen. Alrik. Hier, nee, weitermachen. Holzgegenstände fertigen. Mach er mir einen weiteren Langbogen. Oder auch einen kurzen, ist mir egal. Ja, Langbogen, Kurzbogen. Hauptsache Bogen. So, die Winterkleidung ist jetzt auch kompostiert. Ihr hattet jetzt ja sowieso die ganze Zeit Winterkleidung an.
Bescheuert. So, der Edgar, der braucht noch jetzt einen Langbogen. Ah, die Sachen sind alle zwangsweise ausgerüstet. Guck mal, weißt du was? Ich leg das mal weg. So. Weil ich will, dass meine Leute sich selbstständig ihre Waffen holen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Es müsste ja. Genau, so. Er hat sich schon mal die. Eine solide Bärdiche geholt. Und hier haben wir auch einen soliden Holzspeer. Ich nehme an, dass die dann schon sich die besten Sachen holen. Hier Kohl. Wieso habe ich das hier? Kohl. Du bist eigentlich auch ein Fernkämpfer. Aber dann haben wir nur. Oh, ne, die sind ja Nahkampf einhändig. Der Kohl. Ich würde den lieber auch als Fernkämpfer machen. Ne? So. Da haben wir einen soliden Langbogen beim Gregor. Sehr schön. Und die anderen, die wollen keinen Kurzbogen haben. Oder was ist jetzt das Problem mit den Kurzbögen? Hier ist alles verrottet, ne? Das ganze Gemüse ist hier verrottet. 52 ist die Felicia heute geworden. Tja, Leute, müssen wir mal abwarten, ob die sich jetzt ihre. Ach nee, das ist jetzt, weil. Aha, verstehe. Guck mal, die dürfen das jetzt nicht mehr nehmen, weil ich es abgelegt habe. Deswegen dürfen sie nicht mehr nehmen. Ist ja logisch, ne? Dann darf man es nicht mehr nehmen, wenn man es einmal auf den Boden gelegt hat. Dann ist ja dreckig. Und dann darf man es nicht mehr nehmen. So, deswegen haben die sich nicht ausgerüstet. Und jetzt müssten die sich eigentlich morgen früh ausrüsten. Das werden wir aber sehen. Ich sag mal, macht's gut. Bis dann.